Wunderschönen guten Morgen. So, Katze, wow. So, sehr gut. Wir haben Post von Hey, Ori. Heute gab es etwas mehr vom Truck. Das ist zwar nicht schlimm. Dipper und ich haben nur nicht viel Platz in unserer Hütte. Einfach vor dem Verzehr erhitzen oder auch nicht, ganz wie du magst. Ja, danke. Wie cool. Das und das verkauft mal, das passt schon. So, dann gehen wir mal schauen. Jawohl. Ah, die müssen wir neu anpflanzen. Sternenfrucht, aber das ist egal. So, mitgenommen, sehr gut. Haben wir wieder ein paar Sachen, was wir reinhauen können in die Boxen. So. Platz. Ich hoffe, wir haben genug Platz. Aber wir sehen es. Litschis sind auch wieder fertig. Sehr gut. Nee, es war ein Rambutter. Oder wie auch immer wir die Frucht aussprechen. I don't know. So, gut. Das heißt, Sternenfrucht müssen wir direkt weiterverarbeiten und dann gleich wieder welche kaufen. Sternenfrucht. So. Da haben wir nämlich noch gar keine gehabt. Noch gar keine angepflanzt. So. Und mischen. Mehr geht eh nicht. Her damit. Hoppla. Gut. Sonst haben wir nichts an Sternenfrucht. Aber die Papaya können wir noch reinhauen. Litschi haben wir wieder zwei. Achso, Sweetie habe ich vergessen. Litschi haben wir wieder zwei. Das heißt, wir haben erst sieben. Okay. Hey, warte mal. Hier ist noch nichts. Okay, warte. Dann hauen wir die Sachen direkt hier gleich mal rein. Das heißt, ich müsste ins Labor, um mir Dings zu holen. Wie heißt's? Osmium. Nee, das krieg ich beim Schmied, ne? Das kriege ich ja beim Schmied und nicht im Labor. Die fertigen Bahnen kriege ich, glaube ich, nirgends. Aber wir können es ja dann weiterverarbeiten. Das ist ja dann egal. Ich muss sowieso auf die Wolltücher warten. Also von dem her ist es keine Tragödie. Und ich würde mir halt gern mehr von den Einmachfässern oder wie heißen die jetzt? Nicht Einmachfässer, sondern warte, wie heißen die? Alterungsfässer. Da brauche ich ja auch Osmiumbarren für, genau. Und auch Harz. Ja. Das heißt, müssen wir so oder so welche machen und das passt dann schon. Ich frage mich, ob die Bäume, oh, Entschuldigung, hier wachsen. Sieht halt irgendwie nicht so aus. Ich bin unsicher. So, die Wichtel haben heute wieder was für uns. Nicht die Wichtel, die Wachtel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, die Enten. Gebt mir eure Eier. Yeah. Das heißt, die Bauern, die Strauße haben nichts gegeben, werden die Büffel nichts geben, brauchen wir hinten nicht reinschauen. Dann haben wir hier nur noch unsere Ziegen.
Alles klar. Sternenfrucht. Ich bin schon wieder falsch. Sternenfrucht darf ich nicht vergessen zu kaufen. So. Gut, die Sachen können wir rausnehmen. Die nehmen wir raus. So, das fermentierter Büffelkäse sieht halt leider nicht so gut aus irgendwie. Ich weiß es nicht. I don't know. Achso, sonst ist hier nichts fertig. Wie sieht es hier aus? Okay. Das nehmen wir mit. Ist hier denn bestimmt was fertig? Ja, guck mal einer an. Das geht viel zu schnell. Das heißt, die können wir aber hier wieder reinschmeißen. Das nehmen wir mal raus. Mandelöl. Büffelkäse habe ich jetzt vergessen, unten reinzugeben. Weißt du was? Die haben wir hier rein. Die Sachen haben wir rausgeholt. Okay. Gut, dann können wir die Sachen verkaufen. Die nicht. Da haben wir jetzt 3 Stück, da brauche ich 4. Hier haben wir jetzt 8. Dann brauchen wir 20 Stück. Oh nein, das ist ja viel zu viel. So, wie sieht's aus? Hier ist jetzt auch eines bereits fertig. Wie sieht's? 5 Stück haben wir. Das heißt, einen Barren kriegen wir zusammen. Okay, warte. Ich muss einkaufen. Online-Shop. Als erstes brauche ich mal 8 Stück Sternenfrucht. 8 Stück. Und dann der Schmied. Und hiervon kaufen wir gleich 500. Ist zu viel. Mach mal. Okay. 900.000. Alles klar. Wir geben 900.000 aus. Ich habe nur mehr 1,3 Millionen. Na gut. So. Das heißt, die nehmen wir mit. Das kommt rein. Alles klar. Achso. Ja, ja, passt schon, passt schon. Hier, da waren sie schon. Brauche ich 1, 2, 3, 4 und 8. Sehr gut. Dann, wie sieht es hier aus? Harztechnisch sieht es auch nicht allzu rosig aus, aber ist egal. Lalalala. Das Ei kommt da noch rein. Gut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. I don't know, I don't know, I don't know. So. Was ist denn fertig? Okay, die wachsen immer und immer wieder. Und die hier. Ist halt nichts frei geworden. Oh verdammt, das ist nichts gut. Ei, Sprösslingsfrucht. Hab ich da jetzt noch Samen? Genug.
die sind halt wichtig. Okay, ich muss... mehr Platz schaffen. So, dann haben wir das weg. Ich muss die anpflanzen, es hilft nichts. So. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch 8 Stück. Haben wir sonst noch irgendwas? Warte. Okay. Dann haben wir die 9 noch dazu. Oh, hier hätte ich auch 2 Platz gehabt. Hier. Oh nein. Naja, ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Und wenn ich Samen kaufe, ich muss auch darauf achten, ob die immer und immer wieder kommen. Oder ob die rein nur einmalig sind. Bis jetzt habe ich immer 100 Stück gekauft und habe gar nicht darauf geachtet. Okay, nun gut. Bis jetzt passt. Okay. Die sind eh immer... habe ich ganz genau für 2. Blau... warte mal, Blaukohl... da weiß ich nicht, ob die... Naja, das weiß ich nicht. Die haben wir bereits freigeschaltet. Dann machen wir, egal, die hier noch. Sind halt nur 4 Samen, aber ist Wurst. So, warte, die packe ich aber hier unten dazu. So, dann. Seevolk machen wir am Abend. Dann gehen wir jetzt wieder alle beschenken. Genug Sachen habe ich dabei. Ich kann auch hier... da ist bestimmt wieder wer drin. Ja, klar. Die Kokosnüsse können wir nämlich jetzt auch hergeben. Dann. So. Mögen die Stiefmütterchen auch? Ich glaube, bei denen ist es nicht so... Ding, ne? Das heißt, von den Riesen
müssten wir jetzt alle haben. Okay. Die Stadtbewohner, Antonio, der ist nicht da. Der Arch ist wahrscheinlich in der Schule, ne? Jawohl. Sicher, ob das Milch oder ein Engel ist. Sie sehen für mich ganz gleich aus. Aber Papa hat heute Morgen gesagt, dass es Milch ist. Er hat gute Augen, also sollten wir ihm glauben. Sehr gut, Zoe. Danke, dass du uns von Milch erzählt hast. Archie, bist du bereit? Was hast du da drüben? Oh ja, ich habe neue Steine mitgebracht. Also Steine. Sie sind aus Mineralien. Menschen verwenden Steine auch als Werkzeuge und als Baumaterial für ihre Häuser und so. Sehr richtig, Archie. Steine wurden auch als Waffen verwendet, früher mal. Vielleicht ist das an abgeschiedenen Orten auf dieser Welt noch immer so. Was weißt du noch über Steine, Archie? Ich weiß, dass es drei verschiedene Arten von Steinen gibt. Sedimentäre, vulkanische und metamorphe. Die sedimentären Steine habe ich am liebsten, weil sie Fossilien enthalten können. Ich verstehe. Ich mag sedimentäre Steine auch. Gut argumentiert, Archie. Okay, wer ist als nächstes dran? So, wunderbar. Sie ist eh noch nicht voll. Sie ist voll. Er ist jetzt auch voll. Da Oliver ist auch noch nicht ganz voll. Randy ist auch noch nicht. Die Erika, glaube ich, ist voll. Ja. Okay. Nächster. Antonio, der Archie ist jetzt auch voll. Wunderbar. Dann brauchen wir die Dipper. Die Dipper ist unten am, ich würde sagen, Stadtplatz unterwegs. Kann ich dir kann ich nichts schenken. Also da hat sich nichts getan. Warte, da. Das geht jetzt nicht. Okay. So, dann runter zum Museum. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt unterwegs ist oder nur hier irgendwo steht und was malt. Da drüben steht sie. Tipa! Bitteschön! So. Die Eleanor ist in dem Museum. In dem Museum. Da ist sie. So, ich glaube, ja, Orchidee ist hier aber dabei. So, Eleanor, die sind alle voll. Die Kira braucht man noch. Die Kira ist in der Ranch. Na dann, hops, 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 rauf mit dir. Thank you.
So. Sie liebt Orchideen. Sehr gut. So, die Kira. Dann brauchen wir die Ling. Die Ling ist im Labor. Im Labor. So, sie ist hier. Bitteschön. Ihm haben wir auch noch nicht voll. Oder auch schon. I don't know. Wahrscheinlich schon, ne? Aber er ist halt so wie die hier mit die Sternchen so. So, Kira. Die Ling. Okay. Und Oliver haben wir. In Randy haben wir. Dann schauen wir zum Walter. Der Walter ist im Gewächshaus. So. Gut, Rinder. Hallo Walter, ich habe ein Geschenk für dich. Gerne. So, Oliver, Randy, Sonny, der Walter. Dann brauchen wir einen Wataru. Der ist irgendwo gerade. Die Juri ist in der Klinik. Okay, und dann müssen wir nur mehr zum Vaku. Okay. Vielleicht unternehmen wir sogar noch was mit ihm. Es ist 15 Uhr, 13 Uhr. Im Grunde genommen, wo habe ich jetzt gesagt? In der Klinik. Im Grunde genommen ist sonst eh nichts mehr zu tun. Dann können wir ruhig was mit ihm unternehmen. Vielleicht können wir sogar im Freizeitzentrum irgendwas miteinander machen. Mal schauen. So, Juri. Bitteschön. Ich habe gerade einen Erfolg gekriegt. Gesellige. Erreiche 8 Herzen bei 25 Charakteren. Sehr cool. Jawollo. Das heißt, auch die Jury ist voll. Gut, wo ist er? Im Observatorium. Alles klar. Beziehungsweise ich probiere es trotz all dem. Ich probiere es trotzdem. Dem, auch wenn es wahrscheinlich noch nicht klappt. Aber mehr wie Nein sagen. Da, ich bin falsch. Dass wir uns noch weiter kennenlernen sollen, kann er eh nicht sagen. We tried. And we see it. So. Hallo, jemand da? I'm here. Okay, alles klar. Dann kriegst du das Geschenk. Und dann fragen wir dich zuerst mal umarmen. Oh, das geht wieder nicht. Zum Abhängen. Oh, im Garten aushelfen, Workout. Mach mal Workout. Wir machen Workout. Jawohl. Bitte gib mir Bescheid, wenn du Zeit hast. Ich würde gerne wieder mit dir abhängen. Nun ja, dann ist es wohl Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen, was? Die Verbindung wird stärker. Ja, gut.
Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Ich weiß nicht wohin. Ich würde mal sagen... Ich stecke fest. Kann ich? Ich stecke fest. Notfall, ja. 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 Oh nein. Der Tag ist zu Ende. Oh nein. Ja, was hätte ich machen sollen? Was hätte ich machen sollen? Nun gut, wir müssen es leider jetzt so hinnehmen. Ich wäre so oder so nach Hause gegangen. Ist zwar eine sehr, 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 sehr kurze Folge jetzt geworden. Aber... Ich sage trotzdem vielen Dank und bis morgen.